Denn Dummheit kann man nicht verbieten. Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute wieder live aus Kuhnbad TV. Ich habe hier einen Gast. Wie ihr seht, haben wir die Rollen getauscht. Wie heißt denn der Gast? Guten Tag, ich bin der Günther und ich komme aus Dresden. Dresden liegt im Osten Deutschlands, da wo die ganzen Penner wohnen. Das mögen wir doch hier. Günther, erzähl mir was von dir, Günther. Wo kommst du genau? Warst du schon immer dein ganzes Leben lang in Dresden, oder nicht? Nee, wie man am Akzent ganz stark hört, bin ich in Oberbayern aufgewachsen. Mit meiner Mutter, die Zensi, und meinem Papa, dem Sepp. Heute lebe ich mit meiner Schwester, der Josefina, zusammen in Dresden, in einem Wohnhausblock. Ich bin beruflich tätig. Ich war beruflich tätig. Heute mache ich jeden Morgen meinen Spaziergang zum Arbeitsamt. Zum Arbeitsamt, das mögen wir doch. Was war denn dein Beruf dafür? Ehrlich gesagt waren das nur Sozialstunden. Aber das kann man doch auch als Arbeit zählen. Natürlich kann man das auch als Arbeit zählen. Was musstest du denn in deinen Sozialstunden machen? Die Sozialstunden gingen so in den sozialen Bereich. Mhm. Ich habe Müll aufgesammelt. Mhm. Und ich war auch im Altenheim tätig. So. Und hab alten Omas. Naja, zu den Sozialstunden noch ein bisschen was dazu verdient. So, so, bis zum ganzen Schlingel, ne? Eine andere Frage. Wie geht's denn deiner Schwester? Ich habe gehört, die hatte einen Unfall letzte Woche. Stimmt denn das? Ja, sie ist von der Leiter gefallen, als sie gerade unser Gras versteckt hat. Oh, wow, ja, dieses Problem, das sollten die alle nicht kennen, tun wir aber. Was anderes? Deine Mutter? Lass meine Mutter aus dem Spiel, mein liebes Fräulein. Guck dann nicht deine Mutter oder dein Vater. Ja, wir haben leider schon lange keinen Kontakt mehr. Wieso denn? Wie man auch hört, ich bin mit ossischem Akzent aufgewachsen. Ja, und das akzeptiert man in Bayern einfach nicht. Und deswegen bin ich jetzt hier. Tiefgründiger Schicksalsschlag, ne? Wie fühlt man sich dabei? Eine Frage, wie es einem dabei jetzt geht, ist total unangebracht. Wir sind hier bei Kuro TV, da ist alles angebracht. My Soul ist gefressen off. Wie man hört, hatte ich auch Englischunterricht in der Hauptschule. Ja, ich fühle mich dabei nicht sehr wohl. Dann wollen wir das Thema doch lieber mal ändern. So, in der Freizeit, da du jetzt nicht beruflich tätig bist und einfach sowieso nur Sozialstunden blablabla machst. Hast du gemacht. Jetzt lebst du von Arbeitsamt? Genau. Genau. Was machst du in der Freizeit? Ich lebe von so Leuten, die arbeiten wie du und wie ich. Ja. In der Freizeit, nachdem ich morgens um 15 Uhr aufgestanden bin, schalte ich erstmal den Fernseher ein. Und schön Bier? Ja, natürlich. Ja, Auerbräu aus dem Osten. Und dann guck ich und meine Frau, die Jacqueline, die habe ich übrigens im Swingerclub kennengelernt, gucken wir dann erstmal ProSieben. Also wohnst du mit deiner Schwester und mit deiner Frau, die Jacqueline, zusammen? Meine Frau, das ist die Jacqueline. Ach so. Und meine Schwester, ja, ich habe ein bisschen geschimmelt. Wir leben, wir mögen es nicht, wenn die Kinder aus der Familie gehen. Ja, das war ein bisschen zu viel Information, nicht wahr? Ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts. Gut, danke fürs Zuschauen, das war wieder mal Kuro TV. Wir sehen uns später. Ich. Wir. Wir alle sind Mitglied bei den Liberalen.